So, und zwar folgendes. Heute dreht sich ja sehr, sehr viel darum, dass wir hier auf Beats rappen. Ne? Wir machen verschiedene Formate bei Top Tier Takeover. Wir haben die Battlemania, wo der komplette MC gefordert ist. Da ist zum Beispiel die nächste Show in Köln. Köln, Battlemania, von Frankfurt auch nicht weit. Ne? Da müsst ihr freestylen können, einen Song, Text performen oder A Cappella rappen. Und wir machen auch reine A Cappella Events. Das ist das nächste Event in Münster. Da wird es nur A Cappellas geben. Aber heute haben wir ein reines Freestyle-Event. Und zu dem Ding passt natürlich noch gut, ein On-Beat-Battle zu machen, wo beide MCs sich vorbereiten, Texte schreiben, gegeneinander und diese dann sauber vortragen müssen, ja? Auf der Bühne, live gegeneinander. Nicht übers Internet irgendwelche Battles hochladen und danach Anwalt schreiben, nimm mal runter, diese Filme, sondern live auf der Bühne gegeneinander. Habt ihr euch beide irgendwie geeinigt, wer anfängt und solche Sachen, oder wollt ihr das klären? Kerim fängt an, okay? Okay, ich will erstmal alle Hände oben sehen. Alle Hände gehen hoch. Wichtig ist ja, ihr seht von jedem MC drei Runden. Einmal hat Kerim gewählt, auf was für ein Beat Aladdin rappen muss, auf den er auch dann rappt. Und einmal hat Aladdin gewählt, auf was für ein Beat er rappen muss und er rappt auch auf den. Und ein Beat kommt von DJ Pete. Richtig? Ein Beat kommt von dir. Das heißt, beide MCs rappen auf drei Beats. Genießt das Battle einfach. Ich bin sehr, sehr gespannt, was die beiden Jungs abliefern. Ich habe Aladdin schon oft gesehen. Ich kenne Kerim auch. Zum Glück ist er am Start. Die beiden sind bereit, für euch zu performen. Seid ihr bereit, Frankfurt? Dann lasst die Hände genauso oben. Eine Hand am Drink, die andere Hand geht hoch. Scheißt auf die Handys, packt die in die Tasche. Wir haben hier Kameraleute, vier in der Zahl. Und ihr könnt das Ganze danach auf YouTube sehen. Let's go! Chuck. Du denkst ein Rache, doch wirst ihn noch mal gefickt. Möchte gern Zerwaschflor mit deinem Piranha-Gesicht. Mein letzter Gegner verließ das Land und fuhr davon. Rap ist Krieg, Junge, das ist mein Oktagon. Was für ein Hund du bist mit deinem Hundegesicht. Ich frag mich ganze Zeit, wer hat deine Lunge gefickt? Du nennst dich Aladdin, du Peach, doch ich heim mal Jasmin. Mit deinem Globschon siehst du aus wie ein Maulwurf auf Speed. Aladdin, du solltest besser Aladdin. Hier hast du eine Kugel, nicht mal, frisst du ein Magazin. Ich träumer dich wie ein Assassin. Oder punch dich fort, sind da die Galaxie. Nach dem Part brauchst du Antidepressiva, kein Ecstasy. Ich verschieb dir auch so dein Kiefer. Get to rhythm flows, bis ich flieg über die Sonne. Ich bin nicht AK, doch schon längst außer Kontrolle. Du bist ein kleiner Cringer, übermutiger. Deine Chaya blaut für ein Punika. Mein Flow, der ist viel zu kulinar. Heute Nacht schlachte ich dich und Lucifer. Du kleiner Pissermann, ich schnapp dich drauf. Die wachsen zu viel Eier auf dein Fotzenkoks. Full Attack Tour Kommando Flow. Der ist auf der Buddel, seine Leiche in Guantanamo. Check! Yeah, yeah, yeah! Schöne erste Runde von Kerim. Da ist auf jeden Fall Feuer drin. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die Antwort von Aladdin. Wer von euch beiden hat sich eigentlich diesen Beat ausgesucht? Das war Kerims Beat, wisst ihr Bescheid. Und jetzt Aladdin performt auf den Beat, den Kerim sich ausgesucht hat. Alle Hände gehen hoch, hört ganz genau zu. Ja, Frankfurt, seid ihr am Start oder was? Ja, ja. Ey, nach drei Jahren endlich wieder Bühne, endlich wieder ein Battle, endlich ein Gegner, der sich traut. Bisschen zu aggressiv, aber ist kein Problem. Dafür bin ich ja da. Ey, yo. Ey, darf ich vorstellen? Das ist Kerim der Bauer. Er hat ein Aggressionsproblem und ist jeden Tag sauer. Er macht auf oberstarken, scheißgelauten Drogenparten und hat dank der Dopingnadel jetzt auch breitgebaute Oberarme. Du stemmst Gewichte wie ein türkischer Rebell, doch deine Muskeln sind wie Kunstrasen, nicht wirklich naturell. Kerim tritt den Spiegel und sein Schild ist wirklich eng. Kerim, ich befürchte, du bist metrosexuell. Also mach mir nicht auf harten Macker, du Fake. Digga, du klingst wie jeder Zweite in diesem Straßen-Rap-Game. Kein Unikat, du Lappen bist ein Kanacken-Klischee. Bauchtasche, Alpha-Jacke, Pscheu, du Aslan-Starter-Paket. Du erzählst Geschichten anderer wie Jonathan Frakes. Hörst einen Song von Haftbefehl und drückst sofort auf Copy and Paste. Rappst über den Lambo Galado, was für Lambo Galado. Du gehst Pfandschnurren am Bahnhof. Du bist kein Frankfurter Jabo, du bist einfach schlecht. Schlecht mit Autos, die nicht dir gehören, als wärst du Apo-Red. Und in Liver deine Texte, du Krankenkampf, das bekämpft. In jedem Moment den epileptischen Anfall. Digga, mach dich doch mal locker wie der Dalai Lama. Du bist viel zu übersteuert, Taxifahrer. Ich komm jetzt nicht bezwingen, ich schreck mich nicht an. Ich pick dich Finger und mach für die Schürze meine Finger krumm, wenn ich dann triggern bin. Boom, finish. Yeah! Sehr, sehr nice, Jungs. Wow.
Stark. Jetzt kommen wir zur Beatwahl von Aladdin. Wie sieht's aus, Jungs? Fängst du dann auf dem Beat auch an? Ja? Kurz mal. Du sagst, wenn du ready bist. Ich denke, Frankfurt ist ready, oder was? Für eine nice erste Runde von den beiden. Stark. Stark, stark, stark. Yo, yo. Ey, ich muss sagen, dieser Typ hier ist wirklich ziemlich loco. Ihr habt nämlich einen Song namens Ich putze meine Flows, yo. Und wenn man genau zuhört, dann denkt man sich nur, oh, wow, 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 oh no, I rap, der wäre der GoPro. Und fühlt sich dabei so hammerhart und ich denk mir so, so, okay, aber wieso bist du eine Kamera? Er rappt, der hätte den Kylie Minogue Flow, macht auf Gangster-Proll. La, 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 Lappen, ich frage mich, ob ich dich jetzt gendern soll. Du pushst deine Flows wie Gewehr, ey, was für ein krascher Scheiß. Erstens, das ist ein Ami-Bei, zweitens fehlt dir dafür der Double Time. Du denkst, so Herz ist krass, in deins war nein, du machst auf Dallas deine Arbeit. Ich würde ein Label, ich war $4, dein Bad war aber für dich einfach reich. Du sagst, Hip-Hop ist für dich wie Razzifal, er checkt nicht viel. Wenn das für dich Hip-Hop ist, dann hast du kein Rezept dafür. Und dieser Gangster-Rapper hier macht gerne Wellness mit der Bauchtasche in der Sauna. Karim gefällt es. Du bist voll der Neandertaler, ich bin heute gekillt, du bist Jeffrey Dahmer. Du bist heute besucht, so wie Alan Harper. Keiner will dich sehen wie die WM in Katar. Keiner hier wird nicht gedrängelt. Sag mir, wem willst du bellen? Für dich ist Ende Gelände, sie kennen mich. Mach heute Karim zu Kevin. Frankfurt, lass mal was hören, die zweite Runde von Aladdin. Alright, alright, alright. Auf den gleichen Beat, zweite Runde von Karim, DJ Pete. Alle Hände gehen hoch, Frankfurt! Yeah! Wesh! Ich zerteil deine Schädel, du seltsamer Lappen. Ich pimp's im Kopf so wie Jenjim Button. Nach diesem Battle wirst du nie wieder lachen. Ich will dich nicht dissen, ich will dich wegmachen. An den Beatmaker Costa, die Versager fällt's an Energie, du Fotze. Fick dich in die Knie, gönn dir mal bisschen Vitamin. Dein Künstler wird begraben. Ich komm und kill dich kurz wie der Pate. Radikaler als Bin Laden. Ich bin Battle-König der Straßen. Mach nicht auf Rap, mach nicht auf Straße. Ich schick dich schlafen ohne Gnade. Ich hab psychopathisch lang gewartet, um deine Beerdigung zu starten. Dein Castella stockt dein Atem, du kleine Fotze. Du bist nur am Blasen, du gehst vergewaltigt nach Hause. Ich geh mit 20 Chicks in Gasen, drück dir dein Fotzen Gesicht ein. Hatte eine verdorbene Kindheit, ich komm mit technischen Skills rein. Du siehst aus wie ein Wildschwein, ich bin der König, höchstpersönlich, du mein Untertan. Mach nicht auf Rockstar, du fickst höchstens dein Unterarm. Deine Bitch will, dass ich mein Dick in ihren Hintern drücke. Wenn ich hier von hinten ins Ohr flüster, red ich dann hinterm Rücken, du kleine Fotze. Yeah, 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 macht mal Lärm für die zweite Runde von Karim Frankfurt. Ihr kennt euch? Ah, flüchtig. Ey, ich fand das sehr, sehr nice. Zwei sehr, sehr nice Runden. Jeder von beiden durfte sich, wie gesagt, einen Beat auswählen. Und jetzt kommt ein Beat, wo beide auf DJ Pete vertrauen müssen. Wer von euch wird anfangen? Wollt ihr nochmal so Schere, Stein, Papier machen oder so? Wer fängt an? Du fängst an? Okay. Aladdin fängt an. Jeder hat noch eine Runde. Danach machen wir eine kleine Abstimmung. Alle Hände gehen hoch. Ja, wenn du erste Reihe stehst, musst du Einsatz zeigen. Oh yeah. Oh, das sieht nice aus. Das sieht gut aus. Was sagst du? Warte, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Das war nicht der Beat, den ich bekommen habe, aber ich kann auch darauf, kein Problem. Ja, ja. Ihr habt doch jetzt, jeder hat doch einen Beat gehabt jetzt. Jetzt ist ein Beat von mir, den ich ausgesucht habe. Den musst du nicht wissen, wenn ich ausrufe eigentlich. Ja? Oh. Gut, dann haben wir einen anderen Beat jetzt. Oh, okay. Ja, also DJ Pete sieht auf jeden Fall super aus. Macht mal Lärm für DJ Pete! Egal. Dann machen wir halt den kompletten MC und dann kickt er einfach einen Beat und ich versuche den Text drauf zu machen. Ja, machen wir. Also ich kenne den Beat wirklich nicht. Eigentlich habe ich einen anderen Beat zugeschickt bekommen. Aber kein Problem. Okay.
Du warst als der Ausländer gegen den Deutschen bei Big Difference am Start. Und was für ein Bild du da malst, ist so richtig banal. Doch bevor ich anfange, deine Laune komplett zu vermiesen, die beste Line des Battles hat die 4-7 geschrieben. Ey, du ehrenloser Bre. Allein, dass du als Ausländer den Ausländer-Meme zollt von deiner Kreativität. Doch du hast das Thema so verfehlt. Bewirb dich das nächste Mal als Wundenkanacke, denn du folgst auch eher dem Klischee. Du sagst, du bist Ausländer und Kopf mit 80, Mann, damit dir seine Opfer besser abziehen kann. Was für eine Lachnummer du bist. Vaterstaat kommt mit Abschiebehaft. Kanaken hassen diesen Trick. Du kommst mit keiner Frau klar und gehst lieber ins Bordell. Kenne, vielleicht bist du ja auch homosexuell. Und was mir beweist, wie peinlich du bist, dass du nicht peilst, dass es dir keine Beleidigung ist. Du Vogel mit Segelohren, Söhne in dem Pegelbord. Schau dich doch an, du bist der Prototyp Ehrenmord. Da denkst du, dass es witzig ist, wenn du rappst, dass du keine deutsche Bitches fickst. Digga, das ist es nicht. Bisher, ich whippe dich. Jeder Mensch ist gleich, doch nicht jeder so ein Lappen. Du bist der Grund dafür, dass ich ins Täterprofi passe. Du solltest dich verschämen, um Werte bewahren, denn du supportest AfD und du bemerkst es nicht mal. Bass! Okay, Kerem, leg direkt nach. Let's go, let's go, let's go. Du redest groß, doch der Hesse macht dich ganz klein. Ich benannt hier alles hemmungslos wie ein Staatsfeind. Ich schreib paar Lines auf der A3. Ein Warnschuss auf deine Crew und du kleine Pussy tanzt Halle von Frankfurt nach Berlin. Jeder weiß jetzt, dass du Fotze einsteckst. Mein Rap bleibt Hightech, oldschool wie Nightcap. Aladdin kriegt ein Jab, liegt 5 Monate in sein Bett und guckt Miley Cyrus, du Fotzkopf. Ich wurde geboren, um zu rappen. Du bist nur auf die Welt gekommen, damit ich dich zerfetze. Ich mach kurzen Prozess, du bist zu überheblich. Denn du Pico rauchst seit 15 Jahren nur synthetisch. Ich mach heftig mit Adiletten. Wie traust du dich auf die Bühne mit so einer Junkie-Fresse? Du bist ein blendender Schwätzer, mein Flow. Black Gambaretta. Ich fresse meine Feinde so wie Hannibal Lecter. Dieses Battle bringt ein Ende, du willst schwarz sein wie Mac Miller. Du Cracky, du Pisser, ich verbrenn dich behindert. Du schwimmst im falschen Haifischbecken, mach nicht auf Fahrt, du siehst aus wie eine kleine Lesbe. Yeah, 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 macht mal Lärm für beide MCs, Frankfurt! Und ganz, ganz wichtig, gebt euch beide erstmal Respekt, bitte. Sehr, sehr starkes Ding. Ihr habt euch darauf vorbereitet. Ihr seid beide an den Start gekommen. Ihr habt beide performt, abgeliefert. Keiner hat irgendwie gechoked. Nichts ist passiert. Deswegen bitte erstmal Respekt für dieses ganze Ding, dass die beiden das machen, sich auf die Bühne stellen und battlen. Ich will euch einfach fragen, ja? Es geht jetzt hier nicht um irgendeinen verrückten Preis oder sonst was. Ich will euch einfach als Crowd fragen, wie ihr das Battle gefunden habt. Bitte einmal Lärm und Hände für Kerem. Einmal bitte Lärm und Hände für Aladdin. Und einmal bitte Lärm und Hände für beide MCs.